Ich habe 20 Tage mit Kannibalen und Superkräften überlebt. Nun überlebe ich bis Tag 30 mitten auf dem Meer und sage dir am Ende des Videos, wie du 50 Euro gewinnen kannst. Ich überlebe mehrere Tage in Ark Hardcore. Wenn ich sterbe, ist alles vorbei. Das Problem ist, überall auf der Insel befinden sich Kannibalen, die mich essen wollen. Das hier ist Tag 21 bis 30. Ich startete den Tag 21 mit einem Bug. Wie soll ich denn bitte schon gestorben sein? Das ist kompletter Bullshit. Ohne zu sterben, konnte ich nicht mit meinem Charakter spielen. Das schläft. Das bin ich. Warum konnte ich nicht mit dem gleichen Charakter spielen? Ich musste mir einen neuen machen. Und hab mich kurz wieder in meinen Tribe reingecheatet. Wir tun so, als wäre das nie passiert, okay? Das bedeutete, ich war wieder Level 1. Ich lootete mich, lernte einen neuen Gramm und machte mich auf. Lassen mein altes Ich zurück und stellen uns keine Fragen, weil Ark einfach verbuggt ist und starten einfach Tag 21 so. Bis Tag 30 werde ich für Team Seas auf diesem Floß leben, ohne an Land gehen zu dürfen. Und mit nur einem Klick kannst du helfen, den Planeten zu retten. Denn für jeden neuen Abonnent in den ersten 24 Stunden des Uploads unter diesem Video werde ich 1 Euro an Team Seas spenden. Also hilf uns, die Welt zu retten und sag deinen Freunden, sie sollen schnell abonnieren. Und während du jetzt siehst, wie ich bis Tag 30 auf einem Floß überlebe, findest du den Spendenlink zu Team Seas in der Videobeschreibung. Ich habe 2 neue Mods auf den Server installiert. Und die haben es in sich. Kristall und Metall habe ich. Ich habe hier eine kleine Überraschung für euch. Schaut euch das an. Ich kann Night Vision haben? Wie geil ist das denn? In dieser Mod kann man seinen Charakter nämlich krank überarbeiten. Wir haben Hörnchen, rote Augen, aber dafür einfach Flügel, als wären wir ein gefallener Engel. Und look at this, Alter. Wir können fliegen. That's so fucking awesome, Alter. Das ist so krass nice. Dann brauchen wir theoretisch auch gar keine Parachutes mehr, ne? Und die nächste Mod war die Upgrade Station. The question is, was brauche ich für eine Upgrade Station? Und jetzt? Zack, besserer Bogen. Schwierigkeit Nummer 1. Für die Upgrades brauchte ich Fasern. Ich glaube, mit Fiber wird es aber ein bisschen schwierig, da wir nicht an Land gehen können. Schwierigkeit Nummer 2. Ohne Notes und wirklich farmen zu können, einen frischen Charakter auf hoher See leveln. Ich irrte also zuerst etwas um die südliche Küste umher, ohne Plan, was ich machen sollte. So, die Sache ist, ich weiß, dass ungefähr hier unter mir wird irgendwo Öl sein. Ich habe jetzt Angst, wenn ich jetzt unter Wasser gehe, dass ich dann sterbe, weil da irgendwie so ein Viech ist. Scheint aber mehr oder weniger safe zu sein. Ich spring kurz rein. Da unten ist Öl. Ah, warte, ich habe eine bessere Idee. Kann ich auch was an meinen Arm packen? Irgendwie Flossen oder sowas. Prevents from sinking. Irgendwie funktionierten die Flossen nicht richtig. Oh, toll, Megalodon. Also richtig hat's nicht geholfen. Aber da war auch ein fucking Itchy. Ein Sarko ist da vorne. Down und safe to harvest, was? Nein, nix safe. Oh mein Gott, was? Naja. Der Megalodon bedankte sich für das Essen. Ich craftete noch schnell die Blueprint Station, um meine verbesserten Items in BPs zu wandeln und klatschte sie an die Upgrade Station. Hier kann ich jetzt theoretisch gesehen meinen Bogen reinklatschen und ihn zu Blueprint machen. Die Sonne von Tag 22 ging auf und ich suchte nach einem Delfin ohne Hai im Schlepptau. Irgendwo Megalodon? Nee. Komm. Ja, komm, isst alle. Kommt und isst. Ja! Der einzige richtige Name für ihn war Philippa. Nun war ich nicht mehr allein in diesem Abenteuer. Ich würde gerne die Küste entlang schon Richtung Pflanzenfresserinsel. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so bad. Doch wenn man einmal kurz nicht aufpasst. Nein! Nicht Flippa! Dieses Mal hatten wir noch Glück, der Megalodon aber nicht. Wait, was hat den Megalodon getötet? Oh, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Wenn es Megalodon töten kann, kann es mich auch töten. Ich fand im Wasser diesen Stein, den ich für Materialien abbauen wollte. Sind das solche, die man nicht abbauen kann oder die man abbauen kann? Ich war aber nicht krass genug, um den Stein abzubauen. Also trieb ich weiter in einem Meer voll mit hungrigen Megalodons. Nein, Megalodon! Flipper ist stuck! Oh mein Gott, nein! Nein! Rest in peace, Flipper. Du warst ein treuer Gefährte für die paar Minuten. Du Arsch! Ich trieb weiter der Küste entlang, bis ich einen Geistesblitz hatte. Ah, ich habe eine Idee. Warum bin ich nicht vorher drauf gekommen? Ich wusste, wie ich an Fasern kommen konnte. Und dafür benötigte ich nur ein Strohfoundation und 2 Dächer. Der Name dieser Geheimtechnik lautet Pimmelraft. Warum habe ich nicht vorher dran gedacht? Ich gehe nicht an Land, aber ich baue meinen Floß einfach so aus, dass ich von Land aus noch ein bisschen farmen kann, zumindest an der Küste, was so dran ist. Jetzt brauche ich nur noch Büsche, die in der Nähe von der Küste sind. Also schwamm ich der Küste entlang, um Materialien zu farmen, die am Wasserrand waren. Wer hat gedacht, dass die einfachste Ressource, die es gibt, in Ark zu sammeln, einfach die ist, die mir bei so einer Challenge Schwierigkeiten machen würde? Jetzt wird es auch wieder Nacht. Und ja, die Nacht schlug schnell ein und ich fing an zu singen.
Baby, lock them door and turn the lights down low. Put some music on it soft and slow. Da sind ein paar Kannibalen. Da kam mir die Idee, ihre Rüstung in Ressourcen zu wandeln. Kann dafür sorgen, dass die mich angreifen und dann deren Rüstung einfach nehmen, die Ausfasern gemacht ist und die kaputt mache. Dann habe ich nämlich Materialien. Doch die Kannibalen hatten andere Pläne. Alter, wie viele sind das? Was passiert da? Die sterben alle wegen Trodons. Was ein Massaker. Und da kommen noch mehr Trodons. Ach Mann, das war meine Chance, an die Ressourcen ranzukommen. Von Trodons vernichtet. Warte, das ist ziemlich nah an den Trodons dran. Aber da sind Büsche. Ich ging das Risiko ein, doch ich war zu weit oben, um an die Büsche zu kommen. Es geht nicht. Also ging die Reise weiter. Mehr Kannibalen. Die Sonne ging auf und ich sah, wie die Kannibalen sich gegenseitig töteten. Prügeln die sich? Zwei verfeindete Tribes, das gibt's doch nicht. Immer wenn... Und jetzt kommen da noch Terrorbirds. Mir blieb nichts anderes über, als abzuhauen und auf die Materialien zu verzichten. Das nenne ich meine Pechsträhne. Ich segelte also Richtung Pflanzenfresserinsel, um mein Glück dort zu versuchen. Tatsächlich kam ich sogar an ein paar Fasern ran. Da sollte ich eigentlich rankommen, oder? Ha, Steine kann ich sammeln. Komm schon, die Fasern. Ja, nicht viele, aber ein paar. Ich nahm alles, wo ich rankam. It is not much, but it's honest work. Da ist sogar eine Note und die kann ich nicht nehmen. Das wiederholte ich mehrmals um die gesamte Insel herum und verbesserte meinen Bogen. Oh yeah, baby. Mit der gleichen Strategie sammelte ich auch andere Ressourcen und entfernte die Segel, damit ich auch endlich mehr sehen kann als nur die Segel. Und die Kannibalen schrieben, by the way, was im Chat. Who is the best tribe? We are, because we just evolved. Ark Survival evolved, wa? Was willst du denn hier? Dann sah ich das Fasernparadies. Büsche, die nur darauf warteten, von mir gesammelt zu werden. Das tat ich so lange, bis die Sonne unterging und ich meinen Bogen noch stärker machte. But holy shit, look at this. Das Ding macht gleich ein Damage as fuck. Upgrade. 378er Bogen. Ich frag mich, wie stark dieser Bogen werden kann. Also machte ich aus dem Bogen eine BP. 1100 Fasern und über 300 Holz. An sich wäre das gar kein Problem, wenn ich an Land gehen könnte. Doch dann erinnerte ich mich an etwas Ausschlaggebendes. Oh, ich kann ja fliegen. Ich habe vergessen, dass ich das vielleicht so machen kann. Oh mein Gott, das macht die Sache so viel einfacher. Kann ich farmen, während ich fliege? Es war zwar etwas tricky, die Höhe beizubehalten und dabei Fasern zu farmen, aber es ging. Es war Tag 24 und ich craftete also den Bogen, ohne auf Crafting-Skill zu leveln. Warte, nein. Ich kann es nicht abbrechen. Ich hätte mein Crafting-Skill noch eben verbessern können und alles. Das wäre jetzt viel besser gewesen. Endlich craftete ich die Pinsmithy und platzierte sie auf dem Floß. Nur um zu realisieren, wie teuer dort alles war. Oh mein Gott, 800! Metall! Argentavis-Sattel. Carbon? Was ist Carbon? In that case brauche ich mehr Stein. Ich baute also Stein ab, um mehr Öfen zu craften. Und erreichte endlich das Level, um mir eine Sichel herstellen zu können. Oh yes! Ich komme schlecht dran, aber... Dann tat ich was Cooles und ich weiß nicht wie. Ich kann in der Luft springen, während ich fliege. Wie geil ist das denn? Ich verbrang den Rest des Tages bis in die Nacht als Farmengel. Craftete einen Bogen, um den Unterschied des Damage zu sehen. Ein bisschen. Craftete noch einen Ofen und hörte komische Geräusche. Was ist das? Oh, what? Genau unter mir, Alter. Eine kleine Happy Family. Dann platzierte ich die Öfen auf dem Floß und beschloss, Metallfarm zu gehen. Wie wär's, wenn dieser Para sein Todesengel begegnet? It's not much, but it's honest work. Die Sonne ging auf und ich brauchte weitaus mehr Metall, als was mir diese Steine geben. Ich weiß ganz genau, dass hier auf dieser Insel auch noch Metall ist, das ich im Fliegen abbauen kann. Ich muss nur mein Floß in der Nähe haben, damit ich nicht zu viel Ausdauer verbrauche. Das war der Plan. Und so habe ich es auch getan. Darf mein Inventory nicht überlasten, weil sonst kann ich nicht mehr fliegen. Und das wiederholte ich ein paar Mal. Das Metall brachte ich zum Schmelzen, holte mehr und so weiter. So, da schmilzt jetzt eine Menge Metall, okay? Ich weiß, mein Floß sieht nicht schön aus, aber deine M***er tut es auch nicht. Just kidding. Das bereits geschmolzene Metall nutzte ich für meine Flak-Rüstung. Denn krasse Rüstung gleich krasser Mickey. Oh, damn, son. Nochmal upgraded, zack. Leute, gebt euch meine Rüstung. Und diese Rüstung hat Mickey 8 krass gemacht. Was wäre, wenn ich das hier auch noch upgraden würde? Armbrust verbessert und mit den ersten Sonnenstrahlen von Tag 26 verließ ich die Pflanzenfresserinselgewässer mit Daddy Shark im Schlepptau. Lass mich bloß in Ruhe, Alter. Ich fand einen Pelagornis, den ich aus irgendeinem Grund sehen wollte. Vielleicht, um nicht so einsam zu sein. Level 36. Instant unconscious, instant. Während er zähmte, tötete ich ein Ichti. Sorry. Baute ihn ab, um Fisch zu kriegen und realisierte... Wie im Fleisch.
Ich dachte, die geben Fisch. Warum gibt ein Fisch Fleisch? Also ging ich ein bisschen angeln. Naja, auf meiner Weise angeln. Got him. Oh ja, Fischi, Fischi. Für den Zeitvertreib wollte ich einen neuen Flipper sehen. Delfini, komm zu Papa, Baby. Delfine sind einfach alle weg, oder was? Nur ein Megalodon zeigte Interesse an mir. Zuerst wollte ich, dass er wegbleibt, doch dann dachte ich, ich könnte auch ihn zähmen und ihn Sharks nennen. Doch nur nach einem Fall hatte weiche Knie, ich meine Flossen bekommen und drehte mir den Rücken, die Schwanzflosse zu. Als er Pelagonus gezähmt war, nannte ich ihn Pelikan, weil das ein sehr kreativer Name war. Dann ging es auf in den Norden. Es war eine lange Reise, wirklich. Flüsse sind nicht gerade schnell. Vielleicht gerade mal 10 Knoten schnell. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Später am Abend begegnete ich eine sterbende Carbo. Und ich wollte ihr Keratin. Hey, das sind Kannibalen. Und eine Carbo. Lol, was willst du denn? Du kannst nichts machen gegen meinen Bogen. Weißt du denn nicht, wie krass der ist? Ui, ui, verpiss dich, verpiss dich! Das Keratin baute ich ab, craftete einen Pelasattel und rüstete ihn damit aus. Tag 27 war angebrochen und die Reise in den Norden war noch lange nicht vorbei. Will ich wissen, was da vorne passiert ist? Oder will ich das eher weniger wissen? Als ich im Sumpfgebiet war, sah ich etwas. Wie wär's mit einem Frosch? Mit nur einem Schuss war er genockt, aber es gab ein großes Problem. Er liegt einfach. Primate, Primate, Primate. Und jetzt muss ich irgendwie auf ihn landen. Egal wie ich es versuchte, es war einfach nicht möglich, auf ihn zu landen. Ich kann nicht, ich rutsch runter. Sobald ich drauf lande, rutsch ich runter davon. Das ist blöd gelaufen. Ich gab aber nicht auf. Ich wollte eine Kröte. Möge mich ein Sarko fressen, wenn ich das nicht hinbekommen würde. Yo! Naja, dann zähm ich halt ein Sarko. Ups, ich wollte den zähmen! Da der Sarko tot war, tat ich das gleiche mit seinem kleinen Bruder, seiner Ex-Freundin, die eine falsche Schlange war, und zähmte einen Frosch mitten im Wasser, da ich nicht an Land gehen durfte. Ja, der ist fertig. Und ratet mal, wer dann wieder langsam Richtung Norden gesegelt ist? Kleiner Tipp, es war nicht Jack Sparrow. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Und mein Hirn wurde, denke ich, langsam zu much. Oh, ob ich vielleicht an diesen Drop rankomme, das wäre vielleicht echt nicht schlecht. Ich komme da tatsächlich nicht dran. Ich kam leider nicht an den Drop ran. Naja, immerhin ging die Sonne von Tag 28 auf. Hab dann meine Spitzhacke verbessert und bin wieder los. Gesegelt, wo mir die Idee kam, Rache an einem bestimmten Tribe zu nehmen. Was ich machen könnte? Boah, let's go, Alter. 10 Granaten, zack. Ich weiß, was ich machen will, Alter. Ich will die wegsprengen, wo ich beim letzten Mal die Probleme hatte, die zu raiden. Unterwegs besorgte ich noch etwas Chitin. Eine Menge Fasern, craftete eine Dodo-Rüstung, betäubte ein Dodo, nur um mich daran zu erinnern, dass ich ihn nicht zähmen kann, da ich nicht an Land gehen kann. Entführte einen anderen Dodo auf mein Floß, betäubte ihn dort, gab ihm den Namen Chicken Wing und rüstete ihn aus. Auf dem Weg weiter griff etwas meine Tames an. Yo, what? Und beim Weglocken segelte ich auf etwas Schlimmeres zu. Ein Alpha-Megalo. Oh mein Gott, der Sarko ist gestorben. Wie zum Teufel hat mein Pelikan gegen Sarko gewonnen? Und so startete Tag 29. Immer noch auf den Floß. Durch kalte Gewässer und immer noch weit entfernt vom Ziel. Immer noch am Singen. What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Soon will the Willemen come, bring us sugar and tea and rum. Ich nützte die Gelegenheit, um etwas Öl zu farmen und etwas Metall. Dann segelte ich die Nacht durch. Mit Gesang. Die Sonne ging auf. Tag 30. Der letzte Tag, den ich auf diesem verdammten Floß verbringen muss. Ein Floß, wo alles drauf ist, was ich besitze. Und der Tag startet mit dem Schlimmsten, was mir begegnen könnte. Good morning. No, no, das darf nicht passieren. Oh mein Gott, nicht mein Floß. Hier ist so wichtiges Zeug drauf. Ich weiß nicht, ob ich stehen bleiben sollte und mit meinem Bogen auf ihn schießen oder ob ich einfach weitergehen sollte. Please don't do that. Der greift mein Pela an, oder? Da vorne ist ein Haufen Zeug los. Skorpione, Leute, keine Ahnung. Okay, den habe ich abgehangen. Yo, what? Was ist denn jetzt auf einmal los? Warum will mich die ganze Welt umbringen? Mein Frosch ist weg. Oh no. Das Leben als Pirat ist schwer. Nach dieser Begegnung blieb mir nichts anderes übrig, als Fluch der Karibik zu singen. Hey, zusammen ist die Flagge, sagt sie. Ich traf eine Base und wollte etwas Dampf ablassen. Ich will einmal den die Bude wegsprengen. Fühle ich gerade. Ich komm ruhig. Bam, das war ein Hacker. Einen wollte ich zähmen, doch er befreite sich. Und als ich ihn da hatte, wo ich ihn haben wollte,
tötete ich ihn aus Versehen. Nein! Also sprang ich ihre Base in die Luft. Tja, das habt ihr davon. Chicken Wing brachte ich mit einem akrobatischen Flugmanöver wieder an Bord und endlich kam ich dort an, wo ich hin wollte. Das war doch hier. Das war hier. Da ist es. Ich geh nachgucken. Ich konnte es mir nicht verkneifen, eine Granate zu schmeißen. Doch es blieb nicht bei einer Granate. Ich schmiss mehrere. Doch es brachte nichts. Da muss mehr weg. Fliegen die etwa? Die fliegen, das ist unfair. Ich habe doch irgendwo Feuerpfeile, oder? Da ist sogar noch mein alter Pete, der mir jetzt leider nicht mehr gehört. Feuerpfeile, Feuerpfeile, Feuerpfeile. Her damit. Ich vernichtete alle Pflanzen. Doch in der letzten befand sich eine weitere Pflanze drin. Letzter Pfeil. Ja, da ist noch eine Pflanze? Das gibt's doch nicht. Ich jag hier alles in die Luft. Guck mal, da kommen sie angerannt. Oh mein Gott, die wollen es wirklich wissen. Ihr könnt mich mal... Stuckst du etwa? Ja, das ist nicht mein Problem. Die Schlacht verlief so. Ich flog über ihn und tötete einen nach den anderen. Da ist gerade dann noch einer gespawnt, oder? Doch egal wie viele ich tötete, es kam immer neue dazu. Die spawnen einfach immer wieder. Nein, geh. Mir fehlen Pfeiler. Fürs Erste gelang es mir aber, alle zu vernichten. God damn it, for fuck's sake. Deren Körper ist explodiert. Wo sind jetzt deren Einzelteile? Kann ich deren Arm looten oder was? Ich kann sie nicht looten. Dann halt bei den nächsten Tagen, wenn es an Land geht. Dann hole ich mir, was es da zu holen gibt. Vergiss nicht, in die Kommentare zu schreiben, welcher Mod für die nächsten 10 Tage auf den Server soll. Und wenn du 50 Euro gewinnen willst, findet bald ein Event statt. Die Modliste und IP sind in der Beschreibung. Wann das Event stattfindet, sage ich euch im nächsten Video. I'm leaving. The neighbors complain about the noises above.